Liebe Genossinnen und Genossen, eine ungewöhnliche Zeit. Ein Virus zeigt der ganzen Welt gerade, wie anfällig unsere gesamten Systeme auf der Welt sind. Aber dieses Virus zeigt auch nur, was schon vor dem Virus nicht gut gelaufen ist. Oder um es klar zu sagen, was vor dem Virus schon falsch war. Jetzt erleben wir eine Digitalisierung der Schule. Wir erleben eine Digitalisierung der öffentlichen Einrichtungen, der öffentlichen Hand, der Verwaltung. Ja, alles prima. Aber ehrlicherweise, wir erleben auch, wie Menschen in der Krise ärmer werden, wie Kinder verloren werden, verloren gehen, nicht mehr mitgenommen werden, wie Chancen sich auf einmal nicht mehr als gute Chancen darstellen. Wir erleben also Gewinner der Krise und Verlierer der Krise. Und es ist einfach gut und richtig, dass unsere Partei dies immer wieder thematisiert. Eine Partei im Parteienspektrum muss auch von den Menschen her argumentieren, die eben nicht auf der Butterseite dieser Gesellschaft leben, die nicht auf der Sonnenseite sitzen, sondern die Hilfe aller brauchen. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir auch in der Krise thematisieren, Kurzarbeitergeld und Beschäftigung halten in den Betrieben ist gut und richtig, aber Kurzarbeitergeld für ostdeutsche Löhne, die immer noch unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt liegen, ist einfach eine Armutsfalle. Und in der Gastronomie, in der Hotellerie ist das, was mit Trinkgeld abfinanziert wird, jetzt wiederum eine Armutsfalle. Die Gäste sind nicht da, weil die Einrichtungen geschlossen sind, aber der Einzelne kriegt den Ausgleich auch nicht finanziert, weil Trinkgeld immer eine Privatzuwendung ist vom Kunden, der sich gut bedient gefühlt hat und dem, der gut bedient hat. Aber tatsächlich ist es nicht sozialversicherungspflichtig abgesichert. Und deswegen müssen wir über all solche Themen reden. Es wäre gut und richtig gewesen, Kurzarbeitergeld mit einer Mindestsumme, 1.000 oder 1.100 monatlich hätte der Schwellenwert sein müssen. Wir haben darum gekämpft in der Ministerpräsidentenkonferenz. Leider haben wir uns so nicht durchsetzen können. Wir haben eine Verlängerung der Kurzarbeiterregelung bekommen. Wir haben jetzt eine Aufstockung nach 9 Monaten bekommen. Das sind zwar alles kleine Schritte, aber die reichen bei weitem nicht aus. Und ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen auch thematisieren, wer nach der Krise mit zur Kasse gebeten wird. Diejenigen, die von der Krise einseitig partizipieren und tatsächlich Kasse gemacht haben. Diejenigen, die im großen Maßstab ihre Vermögen gemehrt haben. Bei denen muss man auch im biblischen Sinne anklopfen und sagen, einer trage des anderen Last. Und wer etwas mehr tragen kann, der möge auch etwas mehr auf die Schultern geladen bekommen. Und deswegen habe ich nichts dagegen, dass bei Amazon endlich ein Tarifvertrag durchgesetzt wird und dass solche Konzerne endlich gezwungen werden, den Durchschnitt an Steuerlast zu tragen, den alle anderen auch tragen müssen. Letztlich müssen wir auch die Frage stellen, was besitzt alles und kontrolliert alles Amazon und die Googles dieser Welt? Auch diese Frage ist berechtigt von uns auf die Tagesordnung gesetzt worden. Das alles wünsche ich mir von einer lebendigen Partei, dass wir Themen wie Solidarität und Gerechtigkeit im Mittelpunkt unseres Handelns stehen haben. Dafür wünsche ich uns viel Kraft. Dieses Land braucht uns, damit die Menschen spüren, es denkt auch jemand an diejenigen, bei denen ab und zu nur mal applaudiert wird. Deshalb Applaus für Alten- und Pflegebedienstete reicht nicht aus. Ein guter Tarifvertrag deutschlandweit und eine bessere Finanzierung des alten Pflegesystems und der Krankenhäuser. Die DIGs überwinden und endlich eine Finanzierung auch für regionale Gesundheitszentren. Das wären die richtigen Antworten. Und aus der Sicht eines Menschen im Osten, Schwester Agnes, die Insider wissen, von was ich rede, eine Krankenschwester im ländlichen Raum, eine Anbindung an eine Poliklinik oder ein, ja, heute heißt es medizinisches Versorgungszentrum. Es ist mir egal, wie es heißt, Hauptsache es ist da und es wird verbunden mit Krankenschwestern, die jetzt Vera heißen, damit sie ja nicht Agnes auch nur ähnlich sehen. Und eine letzte Bemerkung, ich freue mich sehr, dass dieser Parteitag 2 tolle Frauen zu unserem Führungspersonal wählt. Und deswegen viel Kraft an Janine und Susanne. Ich finde es großartig, dass ihr bereit seid, euch in die Führungsspitze unserer Partei zu stellen. Und es ist gut, dass die nächste Generation antritt, die uns zusammenführt aus Ost und West, aus Nord und Süd, aus den unterschiedlichsten Denkrichtungen. Denn wir wollen eine muntere Partei sein. Aber eins dürfen wir nicht vergessen und diese Weisheit ist ganz alt.
Solidarität wird nicht an der Börse gehandelt. Solidarität entsteht in unseren Herzen. In diesem Sinne, viel Kraft und bleibt schön negativ und lasst uns gemeinsam positiv denken. Alles Gute!